Bankautomaten im Ausland sollen uns gerne mal abzocken. Hohe Abhebegebühren und schlechte Wechselkurse, dieser Vorwurf steht im Raum. Was ist dran und können wir uns davor schützen? Wir klären das. Wir wollen herausfinden, wo wir und wie wir im Ausland abgezockt werden und machen uns auf den Weg nach Prag in Tschechien. Hauptkriterium bei der Abzocke ist nämlich der Wechselkurs. Das Problem gibt es also weltweit, sobald man eine andere Währung abheben will. Eins fällt uns sofort auf. In der Touristenstadt gibt es extrem viele ATMs. Sie stehen an Touri-Hotspots oder Restaurants, überall dort, wo sich Touristen tummeln. Die meisten dieser Automaten gehören zu keiner Bank, sondern zu sogenannten Finanzdienstleistern, die sich auf das Geschäft mit Geldautomaten spezialisiert haben. Sophie Sutur vom Europäischen Verbraucherzentrum in Deutschland kritisiert die hohen Kosten, die beim Abheben auf uns zukommen können. Es gibt auch so Unternehmen, deren einziger Unternehmenszweck ist, dass sie solche Automaten aufstellen. Und damit machen die ihr Geld. Laut Verbraucherschutz gibt es drei Hauptprobleme. Punkt 1, die Abhebegebühr. Knapp 70% der Deutschen nutzen zum Geldabheben im Ausland eine Kreditkarte. Auch wir wollen so 400 tschechische Kronen abheben, knapp 15 Euro. Wir testen die freien Automaten eines US-Unternehmens und eine große tschechische Bank. Tappen wir in eine Kostenfalle? Bei dem freien Automaten des US-Unternehmens zahlen wir 99 Kronen Gebühr, egal wie viel Geld wir abheben wollen, knapp 4 Euro. Etwas anders sieht das bei der großen tschechischen Bank aus. Also hier bei der Bank haben wir jetzt 400 Kronen bekommen ohne Abhebegebühr. Ob und wie viel eine Bank fürs Abheben mit Kreditkarte verlangt, ist unterschiedlich. Bei unserem Test zahlen wir bei den freien Automaten 4 Euro mehr als bei der Landesbank. Punkt 2, die Abhebesumme. Der scheinbar kleinste Betrag beim freien Automaten beträgt 10.000 Kronen, also 390 Euro. Um weniger zu wählen, muss man sich erst durch das Menü klicken. Der Minimalbetrag sind 1.000 Kronen, knapp 40 Euro. Bei der Bank liegt der Minimalbetrag dagegen bei nur 200 Kronen und damit wesentlich niedriger als beim Automaten des Finanzdienstleisters. Punkt Nummer 3, die Sofortumrechnung. Der freie Automat bietet uns an, unser Konto direkt mit Euro zu belasten. Wir müssen entscheiden, ob wir den Wechselkurs annehmen oder ablehnen. Wir nehmen an, weil Euro uns vertrauter erscheinen und tappen in die Wechselkursfalle. Denn so wählen wir den teureren Tarif, ohne es zu merken. Die freien Automaten nutzen einen schlechteren Wechselkurs von nur 22,46 Kronen pro Euro. Der offizielle Kurs liegt aber bei 25,53 Kronen. Wir zahlen also satte 12% obendrauf. Und je mehr Geld wir abheben, desto mehr zahlen wir drauf. Da wir uns freiwillig dafür entscheiden, ist das sogar legal. Dadurch, dass der Verbraucher zwei Möglichkeiten hat und sich dann für die für ihn wahrscheinlich schlechtere Möglichkeit entscheidet, ist es grundsätzlich schon legal. Allerdings ist schon fraglich, ob diese Darstellung oft, wie der Verbraucher dahin gepusht wird, diese Sofortumrechnung zu wählen, ob das ganz immer so legal ist und nicht irreführend ist. Wir bitten das Unternehmen um eine Stellungnahme und fragen, wieso wir bei ihnen mehr zahlen als bei Banken. Am Telefon will man uns keine Auskunft geben. Per E-Mail verweist man uns auf die Seite der unabhängigen Geldautomatenbetreiber in Deutschland. Auf der Seite finden wir aber leider auch keine Erklärung, warum es da teurer ist als bei Banken. Damit wir nicht in eine solche Abzockfalle geraten, hat die Verbraucherschützerin einige Tipps für uns. Man sollte immer eher einen Geldautomaten finden, der vielleicht nicht so ganz zentral ist. Und dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, von wem dieser Geldautomat ist, also welche Bank da dahinter steht, welches Unternehmen. Und man sollte vor allem darauf achten, dass man alles durchliest, was auf den, auch außen steht am Automaten und auf dem Bildschirm. Und wenn es einem irgendwie komisch vorkommt, dann auf jeden Fall abbrechen und einen anderen Automaten suchen. Dank dieser Tipps muss künftig niemand mehr bezahlen als nötig.